Die Gemütlichkeit ist das große Wort. Das kennt der Brasilianer nicht. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu richtig für die Brasilianer. Zu korrekt. Zu korrekt, ja, genau. Die Brasilianer haben eine Hochachtung vor den Deutschen. Und was da im Zweiten Weltkrieg passiert ist, das interessiert die gar nicht so. Mein Name ist Manuel Möglich. Ich bin Deutscher. Und obwohl ich gerne in Deutschland lebe, kann ich nicht sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Dabei ist meine Heimat im Ausland so beliebt wie nie. Warum eigentlich? Ich sollte das Ganze mal von außen betrachten. Also Deutschland von außen. Meine Reise führt mich nach Brasilien, als erstes nach Blumenau. Die Stadt liegt 600 Kilometer südlich von São Paulo und trägt den Namen eines deutschen Apothekers. Gerade findet hier das Oktoberfest statt, nach dem Original in München, eines der größten der Welt. Ich suche nach den Nachfahren deutscher Auswanderer, um von ihnen zu erfahren, warum Deutschland so angesagt ist. Entschuldigung, do you speak German? Sprecht ihr Deutsch? Nein, das ist gar nicht. Was bedeutet das Oktoberfest für dich? Deutschbier, tanzen und Musik hören. Okay. Gut. Und ein bisschen Deutsch sprechen. Deutsch in Südamerika. Angefangen hat das mit deutschen Migranten, die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Brasilien kamen. Ihre Nachfahren sind Deutsch-Brasilianer, manche in siebter und achter Generation. Dafür halten sie das deutsche Brauchtum aber noch ganz schön hoch. Ich bin 10.000 Kilometer von Deutschland entfernt und ich verstehe die Welt nicht mehr. Das hat für mich so ein bisschen was von Kölner Karneval, es ist so ein bisschen Ballermann in Mallorca. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist genau das. Das macht keinen Sinn. Ich besuche Fred Ulrich in seiner Volksmusiksendung. Hallo, liebe Radiohörer, hier sind wir wieder mit Liedern aus der alten Heimat, Volksmusik und Schlager. Und es geht sofort los mit Janni, ich lass die Sonne in mein Herz. Dass Fred im Radio auf Deutsch moderiert, wäre vor 50 Jahren undenkbar gewesen. Noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg war die Sprache in Brasilien verboten. Wann hat sich das geändert, dass auf einmal so eine positive Stimmung für Deutschland da war? In welcher Zeit ist das passiert? In den 80er Jahren hat es angefangen. Richtig angefangen. Mhm. Ja. Vorher sagten die Leute, naja, wenn man so die Frage stellt, deine Eltern waren ja auch aus Deutschland, ja? Naja, die Urgroßeltern waren, Urgroßeltern sind mal hier eingewandert, aber naja. Und dann ging das los mit dem Oktoberfest und es ist praktisch Mode geworden, deutsch zu sein. Und wir haben ja auch hier ein Mädchen, sie heißt Susanne Tiffense, sie soll mal zu uns kommen. Susanne will Oktoberfestkönigin werden. Sie ist 23, lebt in vierter Generation in Brasilien und war noch nie in Deutschland. Susanne, guten Tag. Guten Tag. Wie geht es dir? Sehr gut, der Tag ist wunderbar schön heute. Du hast Hoffnung also, dass du gewählt wirst? Ja. Ist es denn so, dass das auch alle Deutsch sprechen müssen, die da kandidieren, oder wie? Nein, brauche nicht Deutsch sprechen. Brauche nicht, ja. Nein. Wir sind nur gut aussehen. Nur ich spreche Deutsch. Ja, muss gut aussehen und muss sprechen gut von der Fest. Ah ja, nicht schlecht, dass du Fest sprechen. Ja. Was verbindest du denn mit Deutschland? Was ist typisch Deutsch für dich? Heute Mittag, meine Mama war zu Hause ein gutes Entchen mit Rotkohl. Und das ist Deutsch. Susanne lädt mich ein, mit ihr und den Eltern zum Mittag zu essen. Wenn kein Oktoberfest ist, arbeitet sie in der Tischlerei der Familie. Das ist aber wirklich reichlich. Hat Leute schon den Tisch? Sie haben sich sehr viel Mühe gemacht. Du bist ja wirklich schon so sehr Fan von der deutschen Sprache und das Oktoberfest. Warum bist du so überzeugt von dem deutschen Kulturgut? Meine
Oma hat immer mit uns Deutsch gesprochen. Die hat geträumt mit Deutschland, die hat mich gemacht träumen mit Deutschland. Aber hat man es dann auch mal schwer gehabt, gerade wegen dem Zweiten Weltkrieg, wenn man noch Deutsch sprechen konnte? Oder durften nicht. Die haben im Haus versteckt Deutsch gesprochen. Die Nachbarn, was nicht Deutsch war, was Brasilianer war, haben sie angegeben an die Polizei und dann kamen die und haben sie eingesperrt, nur wegen sie Deutsch gesprochen. Okay, 63, 64, wo ich in die Schule gegangen bin, da haben sie noch gespottet, ne? Alemon Batata, das... Verstehst Kartoffeldeutsch. Kartoffeldeutsch und Alemon Batata, da haben sie gespottet noch von uns, ne? Bist du denn stolz auf deine deutschen Wurzeln, deine Vorfahren, dass du deutsches Blut hast? Ja, weil... Wenn fragen mich, wenn ich bin Deutsch, ich sage, ich bin Deutsch. Ich bin ein Brasilianer, aber mein Herz Deutsch. Ja, weil das ist nicht nur Brasilianer für die anderen Brasilianer. Deutsche Brasilianer. Susanne scheint wirklich stolz auf ihre deutschen Wurzeln zu sein. Ihre Cousine Danielle hat dagegen nicht mal Deutsch lernen wollen. Can I ask you one question because you don't speak any German? I understand a little bit. But if I would ask you what is typical German for you, what would you say? What's typical German for me? To do everything straight and correct and always on time, and they are a little bit angry. I don't know the way that the German is spoken. It sounds hard compared to Portuguese, of course. Dann will mir Susanne noch ihr Wettbewerbsoutfit zeigen. Gewinnen wird am Ende eine andere. Hier ist mein Zimmer. Du magst lila? Ja. Man sieht das schön. Ja. Und das ist eine Tracht? Ja, hier ist meine Tracht. Den ist Hut, genau. Mhm. Die tun anziehen in Simonswald. Wie teuer ist so eine Tracht dann? Oh, 900. Alles mit der Hut in 900 Mehl. Also 300 Euro sind das dann. Ganz schön viel Geld. Viel Geld. Ganz teuer. Im Bundesstaat Santa Catarina war Deutsch bis zum Zweiten Weltkrieg eine weit verbreitete Sprache. In Blumenau lassen sich an etlichen Ecken noch Hinweise darauf finden. Ich sehe hier mehr Schwarz-Rot-Gold als in jeder Stadt zu Hause. Jetzt bin ich bereit fürs Oktoberfest. Es steigt im Parki Villa Germanica. Also im Park der Deutschen Villa. Rund 600.000 Besucher feiern mit brasilianischem Bier auch zu Bands aus Deutschland. Verabredet bin ich aber mit der lokalen Gruppe Banda Fridas. Obrigado. Und hallo an alle. Hallo. Spricht jemand von euch Deutsch? Versteht jemand Deutsch? Du? Ich bin Manuel. Opa, Alice. Alice, hallo. Und warum spielt ihr diese Musik? Für uns ist es ganz egal, ob man deutsche Musik macht oder eine englische Musik, wie ein Iron Maiden oder ein AC/DC. Moderne, aktuelle Musik aus Deutschland kennst moderne, du? Moderne, Helene Fischer, so eine moderne. Mickey Krause. Ja. Singen die Leute eure Texte mit beim Oktoberfest? Nur diese traditionelles, Barril de Chope, wo hier ist, ne? Die Leute kennen, ne? Jetzt geht's los. Kennst du? Ja, Zickzack. Dann macht man diese auch. Das spielt ihr auch? Ja. Es ist an der Zeit, weiterzufahren. Denn das Deutschlandbild in Blumenau während des Oktoberfests kann nur verzerrt sein. Genauso wie es in München zur Wiesn der Fall ist. Das Alltägliche suche ich. Das
das normale Leben deutscher Ururenkel in Südamerika. Ich lande in einer Kleinstadt, die Pomerode heißt. Angeblich der deutscheste Ort Brasiliens. Mehr als 90% der Menschen hier sollen deutschstämmig sein. Ich sehe das Trikot. Ja. Sie sind Deutscher oder Deutsch-Brasilianer? Deutsch-Brasilianer. Und wenn es um Fußball geht, schlägt das Herz für? Deutschland. Der Kleine hier, der lernt mal auch Deutsch nur. Du sprichst auch Deutsch? Ja. Aber magst nicht sagen? Das ist mein Junge. Wer ist Erwin Kurt Teichmann? Ich bin hier gerade vorbeigelaufen, das Museum. Ja, das war mein Vater. Teichmann Senior war Bildhauer. Dessen Eltern sind 1913 mit dem kleinen Bub von Deutschland nach Brasilien ausgewandert. Ist das eine typisch brasilianische Stadt, Pomerode? Für mich als jemand, der in Deutschland lebt, mich erinnert sehr viel an Deutschland. Der Rasen ist kurz gemäht, ja. Es ist alles sehr sauber, es ist sehr ordentlich. Die Kolonisten hier sind ja alle deutschstämmig. Und die Brasilianer, die hier wohnen, die mussten sich ja an die Sitten von den Deutschen richten, ne? Weil sonst könnten sie ja hier nicht leben. Also haben Sie eigentlich die Brasilianer hier an die deutsche Kultur angepasst? Ja, ich kannte zum Beispiel einen Schwarzen, der mit Bruchsteine gearbeitet hat. Der konnte Deutsch. Sonst hätte er hier verhungert. Und er hier verhungert, der konnte ja nichts machen. Ne? Sich an die deutschen Einwanderer im eigenen Land anpassen. Alter Schwede. Hoi. Sprecht ihr Deutsch? No. Ich ja. Ja, nein, ja, nein. Du, ja. Du schon? Ja. Ich wohne hier bei Pomerode. Gefällt dir das? Ja, sehr. Das heißt, du findest das hier besser als in der großen brasilianischen Stadt Rio, ich Sao Paulo? Ja, ich finde es sehr besser. Ja. Warum eigentlich? Weil meine Familie, nicht gerade die Großeltern, aber die Großeltern von meiner Mutter und von meinem Vater, die sind aus Deutschland, aus Pommern. Interessierst du dich für aktuelle Sachen aus Deutschland, also Filme oder deutsche Bands, die man in Brasilien kennt, die du vielleicht hörst? Auch. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich liebe auch, aktuell weiß ich gar nicht sehr viel, aber von Deutschland liebe ich den Film Sissi. Es ist wunderschön. Sissi? Ja. Raus aus der Folklore. Die Provinz tausche ich gegen die Millionenmetropole Curitiba. Ich habe einen Termin mit einem ehemaligen Fußballprofi, der einige Jahre für Bayer Leverkusen kickte. Sein Name? Paulo Ring. Das Besondere, der Mann stürmte Ende der 90er sogar im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Ring konnte eingebürgert werden, weil sein Uropa Deutscher war. Mittlerweile ist der 41-Jährige ein angesehener Lokalpolitiker. Wir treffen uns im Plenarsaal des Rathauses. Ja, tut mir leid, dass ich ein bisschen verspätet bin gekommen. Aber das gehört dazu, wenn der Verkehr zu viel ist. Normalerweise sind ja die Deutschen immer pünktlich. Und die Deutschen sind immer so streng, ne? Ich war die letzten Tage in Blumenau, da ist das Oktoberfest. War ich auch, einmal war ich. Wie hat Ihnen das gefallen, das Oktoberfest? Das war einfach ein bisschen viel gesoffen. Aber ich muss sagen, hatte Spaß mit meiner Frau. Die Leute waren sehr, sehr locker in der Nacht. Ganz viele Leute, die ich getroffen habe, sagen, Deutschland, das ist das schönste Land der Welt. Und sie haben eine großartige Vorstellung. Woher kommt das? Weil es ist ja auch nicht in Deutschland das Paradies. Ja, doch, aber ist organisiert. Ja, es funktioniert. Weißt du, hast du gute Krankenhäuser dafür, hast du gute Straße, Autobahn, kannst du jetzt mal Gas geben. Ne? Wir haben einen Termin jetzt, eine Firma kontaktiert aus Deutschland, dass wir einen Fußballplatz hier, so diese Kunsthasenplatz. Ja. Kann keine außer die Deutsche 12 Jahre Garantie geben. Das ist einfach so. Das ist, in Brasilien gibt es so 3 Jahre Garantie. Also ist es, dass Sie als Deutsch-Brasilianer hier wahrgenommen werden, das ist ein Pluspunkt für Sie? Sehr, sehr gut. Sehr guter Pluspunkt für mich. Und ich versuche auch, das immer die Image zu behalten. Ne? Man ist glaubwürdiger? So, sicher. Sicher. Wieso, weiß ich nicht. Aber wie ich sage, ist einfach so. Paulo Ring bringt mich zu seinem Lieblingspark, der übersetzt Deutscher Wald heißt. Und danach, dem Interview vor dem Interview ist, muss die Wahrheit irgendwo auf dem Platz liegen.
Wenn Sie Fußball schauen und Brasilien gegen Deutschland spielt, für wen sind Sie denn am Ende? Ich werde sowieso nicht verlieren, die Spiel. Irgendwie werde ich gewinnen. Unser Treffen fand vor der WM in Brasilien statt. Ob er sich danach wirklich als Gewinner gefühlt hat? Sie waren Profi, ich nicht. Dann bin ich unter Druck. Ja. So. Keine Chance gegeben. Mal sehen. Und Scheiße! Ganz, ganz ehrlich, hätten Sie nicht lieber für Brasilien gespielt als für die deutsche Nationalmannschaft? Das war mein Traum als Kinder. Aber ich muss sagen, der Traum manchmal nicht jeder Traum ist machbar. Und das für mich war möglich. Betty Box hat mich eingeladen, mir geredet, dass sie überzeugt, das wäre eine gute Sache, dass ich helfen konnte. Dafür bin ich in Brasilien ein bisschen als Verräter in Anfang bekommen, dass ich jetzt vor Deutschland gespielt habe. Aber nachher, muss sagen, war ich zufrieden am Ende. Vielleicht kann ich ein paar Tore mehr schießen. Heute dann haben Sie verloren gegen einen Deutschen im Elfmeterschießen. Ich habe ein bisschen, weißt du, du musst ein bisschen Vertrauen bekommen. Ich habe heute gewonnen gegen ehemaligen Profi. Aber ich muss sagen, du musst so weiter Reporter machen, keine Fußball sein. Die Reise geht weiter und führt mich nach Rolândia, im Bundesstaat Paraná. Eine Provinz, die um 1930 von deutschen Siedlern erschlossen wurde. Zuerst kamen vor allem jüdische Familien hierher, die vom Nationalsozialismus flüchteten. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs suchten dann auch einige Nazis in der Region Unterschlupf. Um mehr über diese Zeit zu erfahren, treffe ich einen Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland. Adrian von Treuenfels. Er wurde in den 50ern in Brasilien geboren und ist Manager eines großen deutschen Konzerns. In Brasilien kann man sehr schön und sehr billig bauen. Ja, ist und, das so? Ja, ja. Und dann haben wir uns halt hier ein schönes Haus hingebaut. Ne? Und da ist auch meine liebe Frau. Das ist Norma. Manuel. Willkommen. Manuel. Ein traumhafter Ausblick. Es wird immer besser eigentlich von... Ja, wir haben den Vorteil, hier auf dem Land zu leben, aber eigentlich ist das hier schon langweilig zivilisiert. Hier. Wir haben fließend Wasser, elektrisch Licht. Kennen Sie es denn noch anders? Ja, ich bin auf einer Kaffeefarm geboren und das waren natürlich auch andere Zeiten. Ne? Apropos andere Zeiten. Vor herrlicher Kulisse landen wir schließlich im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Die Deutschen wissen gar nicht, wie beliebt sie hier sind. Die Brasilianer haben eine Hochachtung vor den Deutschen. Und was da im Zweiten Weltkrieg passiert ist, das interessiert die gar nicht so. Das ist hier vielleicht so ein bisschen unser brasilianisches, Oberflächlichkeit oder fröhliches Gemüt, dass wir sagen, okay, da ist was Schlimmes passiert, aber jetzt gehen wir mal vorwärts. Ne? Man kennt die Geschichte nicht als Brasilianer. Nicht so stark. Nicht so stark, nein. Ja. Man kennt das durch Filme oder so, aber selbst in der Schule oder so, man lernt ganz wenig darüber. Und ich glaube, man glaubt es auch nicht so ganz, weil es ist so entsetzlich, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Josef Mengele ist ja in Brasilien, ja, wenn mich nicht alles täuscht, gestorben. Also die Leute sind ja auch hier hergekommen, um Unterschlupf zu suchen. Das also ich bin hier geboren und bin hier zur Schule gegangen mit vielen Kindern jüdischer Immigranten. Die während des am Anfang des Zweiten Weltkrieges her geflüchtet sind. Und hier war eine gewisse Harmonie. Meine Eltern zum Beispiel sind 1952 ausgewandert. Mein Vater war ein Soldat an der russischen Front und wurde hier von der jüdischen Gemeinde aufgenommen. Und einer hat ihm sogar gesagt, Sie haben Ihr Vaterland verteidigt. Das kann ich gut verstehen. Ich habe das auch gemacht im Ersten Weltkrieg. Das hat ein jüdischer Flüchtling ihm gesagt. Also fantastisch, diese Größe zu haben, sowas zu sagen. Und hier im Busch, möchte ich mal sagen, waren wir aufeinander angewiesen und mussten aneinander helfen und dann hat sich das Thema relativiert. Alles relativiert, die Erbschuld abgestreift. Fern von Deutschland scheint das offenbar möglich. Doch müssen sämtliche Gräueltaten nicht auf Ewigkeit im kollektiven Gedächtnis von uns allen verankert bleiben? Ich bin gespannt, wie meine nächste Gesprächspartnerin darüber denkt. Die Frau heißt Inge, backt gerne Apfelstrudel und veranstaltet bei sich zu Hause den Club Germanico.
Inge, was ist eigentlich der Club Germanico? Ist es ein Gesangsverein? Jetzt ist so eine Kaffeerunde da hinten im Gange. Was macht ihr hier? Wir versuchen, die Deutschen zusammenzuhalten, damit es unsere Deutschsprache nicht verloren geht. Und was ist denn typisch deutsch in dem Zusammenhang für dich? Was macht das denn aus? Die Gemütlichkeit ist das große Wort. Das kennt der Brasilianer nicht. Ich habe auch hier Brasilien gerne, denn ich gewöhne mich sogar schon an die brasilianische Hymne. Aber wenn ich die deutsche höre, dann wird es mir warm ums Herz. Nur es muss die frühere sein, denn die jetzige hat sehr komische Verse. Aber heißt dann typisch deutsch? Von früher. Die Mentalität von 1933 bis 1945? Ja, mein Vater war, wenn ich Ihnen erzählen darf, war Nationalsozialist. Sogar hier in Brasilien. Und wir sind 1938 von Brasilien weg, weil wir keine deutsche Schule mehr gefunden haben. Und da hat mein Vater gesagt, so, jetzt fahren wir nach Deutschland, damit ihr auf deutsche Schulen geht. So bin ich erzogen worden. Sind Sie dafür, dass die Welt global wird? Ja, finde ich großartig. Ja, sehen Sie, das ist eine Gedankenrichtung, die nicht jeder bestätigt. In Deutschland leben wir das schon. Wir hatten bis vor kurzem einen Vizekanzler, der asiatische Wurzeln hat. Rösler, ja. Er sieht ganz asiatisch aus, aber denkt deutsch, ne? Er ist auch Deutscher. Wir haben auch eine türkische Ministerin gehabt. Wahrscheinlich müsste ich mehr in der Welt rumkommen in meinem Alter, um zu sehen, dass das alles nötig ist. In meinem tiefsten Innern bin ich halt eben noch eine richtige Deutsche. Dann bin ich wahrscheinlich ein falscher Deutscher. Nein, Sie sind ein neuer, ein futuristischer Deutscher. Ein futuristischer Deutscher? Ja. Geht es Inge bloß darum, die deutsche Gemütlichkeit zu bewahren, oder ist das schon Rassentheorie? Keine Frage, sie ist Nationalistin und drückt sich äußerst unglücklich aus. Ich bin froh, den Honorarkonsul mit seiner Frau und Tochter Camilla zu entdecken. Camilla studiert Maschinenbau in Sao Paulo. Kommen Sie genau rechtzeitig. Jetzt bin ich gerade mit Kaffee und Kuchen. Ah, super. Das, was zu essen gibt, ist immer gut. Riecht schon sehr nach der Wie empfindest du denn diesen Club Germanico? Hat das was mit Deutschland zu tun? Du hast ja auch in Deutschland studiert, 2 Semester, oder was? Also ich finde, das hat mit Deutschland gar nichts zu tun. Ja, ich fühle mich hier ganz Brasilianerin eigentlich, obwohl ich Deutsch spreche und die Lieder alle kennen. Ich fühle mich hier ganz brasilianisch. Und eigentlich, was ich von Deutschland will, ist nicht die Musik und die Dünde und diese Kultur von vorher. Ich will die moderne Sachen für die Zukunft. Zusammen mit Vater und Tochter geht es von Londrina nach Sao Paulo. Der Flug dauert eine gute Stunde. Unter der Woche arbeiten beide in der größten Stadt Brasiliens. Neben ihrem Ingenieurstudium durchläuft Camilla ein Trainee-Programm bei einem internationalen Baumaschinenhersteller. Das ist ein Teil von einem Motor. Mhm. Und wir haben damit Probleme gehabt. Und für so ein Gerät bist du dann auch sehr verantwortlich. Genau. Hast du selber mal gesteuert? Durftest du mal so einen Bagger fahren? Ja, habe ich versucht. Schwer? Ja, sehr schwer. Das ist eigentlich ja ein ziemlich... Kann man sagen, ein deutscher Beruf ist es nicht, aber es ist schon irgendwie doch ein bisschen deutsch, oder? Glaube, dieses Technische. Meine technische Seite war ein deutscher Einfluss bei mir. Ich bin mir sicher. Es ist auch nicht normal in Brasilien, dass Mädchen Maschinenbau studieren. In Deutschland ist es aber auch sehr auch nicht normal. Okay, dann. Camilla muss weiterarbeiten. Ich werde sie am Abend wiedersehen. Ein paar Blocks entfernt treffe ich Christian Müller. Christian ist gebürtiger Brasilianer und schmeißt hier für eine in Sao Paulo ansässige deutsche Firma den Laden.
Er hat in Bayern studiert und ist so alt wie ich. Sein Vater ist Deutscher und kam in den 60ern als Hippie nach Brasilien. Brasilien hat heute 1400 deutsche Unternehmen platziert. Davon sind in São Paulo 1200. Und nur um eine Zahl zu nennen, wir haben heute in ganz Brasilien in diesen 1400 Firmen 250.000 Arbeitsplätze, die in diesen deutsch-brasilianischen Unternehmen mit dabei sind. Und diese deutsche Kraft trägt heute 10% zum Bruttoinlandsprodukt Brasiliens bei. Ich könnte eigentlich fast behaupten, dass die brasilianischen Mitarbeiter die deutschen Manager hassen. Der Brasilianer selber hat eine andere Mentalität. Der ist ein bisschen lockerer drauf, der ist ein bisschen emotionaler drauf. Aber einfach durch die Arbeitsweise, die wir in der Firma pflegen, lernen die Brasilianer, sich an die deutschen, sagen wir, Regeln, an die deutsche Zielfestlegung irgendwo zu halten. Aber man kennt beide Mentalitäten, man kennt beide Völker. Man sucht das Beste von beiden. Und das ist irgendwo auch mein Tagesgeschäft. Wenig kritisieren, schauen, dass man die beiden Völker zusammenführt, dass man die Mentalität erkennt, dass man die Vorteile erkennt von beiden Mentalitäten, dass man weiß, wie man mit den Leuten umgehen kann, umgehen muss. Und dann funktioniert das Ganze schon, wie hier in dieser Firma. Da ist es wieder, die tüchtigen Deutschen und die temperamentvollen Brasilianer. Wird Zeit, dass ich mich integriere. Camilla, ihre Schwester Cecilia und Kumpel Ted wollen mir dabei helfen. Was muss man noch beachten beim Caipirinha machen? Gibt es was, an das man sich halten muss? Was wichtig ist, der Zucker oder die Limetten oder ja, der Zucker. Wenn man Zucker falsch tut, dann kann man nicht mehr trinken. Wie klein willst du die haben? So, noch einmal. Das ist die brasilianische Arbeitsteilung. Der Deutsche arbeitet, drei anderen geben Anweisungen. Genau. Caipirinha ist das Nationalgetränk von Brasilien? Ja, ja. Es wird überall getrunken. Auch manchmal mit Wodka. Aber es gibt einen anderen Namen. Das heißt nicht Caipirinha, sondern Caipirosca. Das ist aber echt ganz schön viel Zucker, ne? Ja. Wir sind ja auch am Zuckerhut, fast. Ja. Die sagen, für Frauen muss man ganz viel Zucker dann merken, die nicht dann das Alkohol. Ja. Gibt es denn auch so Momente, dass ihr, wo dann brasilianische Freunde von euch auch so sagen, so, ach ja, das ist wieder das Deutsche, was da gerade durchkommt? Eigentlich ganz oft. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu richtig für die Brasilianer. Zu korrekt. Zu korrekt, ja, genau. Kennst du auch? Wir können ja. nicht so gut schummeln. Ich bin nicht so korrekt, aber... Wir bleiben in der Schlange. Ja. Ja, im Supermarkt. Ja, im Supermarkt, genau. Dann wollen unsere Freunde vorgehen und schneller gehen. Und wenn wir etwas richtig machen, zum Beispiel in die Schlange bleiben, dann sind wir die Blöde und die... Die Deutsche. Ja, die Deutsche. Und das sagen sie auch so. Als Spitzname, komm, du bist so deutsch, hör auf. Aber wir können uns ein paar Sachen besser auf Deutsch ausdrücken als auf Portugiesisch, obwohl unser Deutsch nicht so gut ist. In zum Beispiel welchen Fällen kannst du dich auf Deutsch besser ausdrücken? Über Gefühle, glaube ich. Ehrlich? Ich glaube, es gibt viel mehr Wörter auf Deutsch als auf Portugiesisch und deswegen. Also ist das brasilianische Temperament funktioniert ohne große Worte, der Deutsche an sich? Muss sein leicht verkapptes Temperament dann mit der vielleicht schöneren Sprache ausdrücken. Meine Reise endet hier. Hängen bleibt, dass viele Deutsch-Brasilianer stolz auf ihre deutschen Wurzeln sind und dass man Exportschlager auch singen kann. Die deutsche Geschichte ist hier so weit weg wie das Land selbst. Und frei nach Heine, die Heimat wird aus der Ferne immer glorifiziert. Deutschland, irgendwo zwischen Innovation und Tradition. Zwischen gestern und morgen. Ob Helene Fischer oder Hightech, das Gütesiegel Made in Germany strahlt in Brasilien heller als je zuvor. Deutschland, du schuftendes Firebeast. Also ich glaube, das Letzte, was ich jetzt am Ende meiner Brasilienreise hören möchte, wäre, dass wir jetzt einen Prosit singen. Ich beschließe von daher, dass wir vielleicht einfach Salutsche, ist das richtig? Salut. Salut, ja. Selbst das Prost schon falsch gemacht. Dann Saúde! Saúde.